Morgen, liebe Campingfreunde und Roadergang. Heute geht es in den Bayerischen Wald, Niederbayern. Der Bayerische Wald ist ja auch noch in der Oberpfalz. Und zwar ist der Stellplatz direkt im Bayerischen Wald drin. Der wird vom Nationalpark zur Verfügung gestellt, kostenlos. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Also ganz eine tolle Sache. Und man hat sich da anmelden müssen, entweder telefonisch oder per E-Mail. Ich habe es per E-Mail gemacht, bekam innerhalb von 15 Minuten gleich Antwort, also wirklich krass. Dann muss man seine Telefonnummer angeben und das Kfz-Kennzeichen. Und dann darf man da hinfahren. Da wird einem der Platz zugewiesen, also welche Nummer. Es sind 4 Stellplätze vorhanden. Jetzt ohne Strom, Wasser oder Entsorgung, das ist klar, wenn das mit dem Bayerischen Wald ist, kann man das jetzt auch nicht erwarten, vor allem wenn es kostenlos ist. Und dort möchte ich dann auch eine Wanderung machen auf den Frankenstein. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg dorthin. Ich werde unterwegs mehr anhalten, frühstücken. Ja, und dort soll kein Handyempfang sein, kein Internet. Macht mir gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch mal schön, wenn man aus der digitalen Welt mal draußen ist. Das Wetter ist jetzt noch gut, deswegen habe ich mich jetzt auch kurz entschlossen, den Trip zu machen. Denn jetzt wird es nicht mehr lang dauern und dann wird es wahrscheinlich richtig schlecht werden, das Wetter. Aber das möchte ich jetzt noch ausnutzen. Bin froh, dass wir jetzt noch so ein Wetter haben, besonders morgen. Morgen möchte ich auch dann eine Wanderung machen. Soll es richtig schön sein. Ja, und ich nehme euch wieder mit. Schön, dass ihr dabei seid. So, ich befinde mich jetzt mitten im Bayerischen Wald und hier ist der Stellplatz, hier steht mein Camper. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Also total ruhig, idyllisch, Natur pur. Und das Ganze auch noch kostenlos. Hier haben sie sogar so Sitzmöglichkeiten gemacht. In der Mitte ist das noch ein Tisch. Es gibt halt 4 Stellplätze, die wo groß ausgelegt sind. Das haben sie auch schön beschriftet. Nummer 3. Ich stehe jetzt auf Nummer 2. Hier kann man auch sie hinsetzen und Brotzeit machen. Das ist jetzt meiner. So, da hinten stehen die normalen PKWs. Ich gehe jetzt mit euch mal vor. Ist total schön mit Holzschildern gemacht. Und da ist die Campingstellplatzordnung.
Deutsch, Englisch und Tschechisch. Die tschechische Grenze ist hier gleich in der Nähe. So, und hier gibt es sogar Toiletten. Ach, getrennt, Damen und Herren. Und die schauen echt sauber aus. Sogar Toilettenreinigung, wo sich die Leute eintragen. Super. Super gemacht. Da kann man noch Brotzeit machen. Mit der Wanderkarte. Bin jetzt schon eine Runde gegangen. Kleine Wanderung, Mini-Wanderung. Genau, hier sind wir. Jetzt schauen wir mal über den Falkensteinsee, da gehe ich morgen rauf. Hier ist ein kleiner Falkenstein. Vielleicht ist das der. Also Mülleimer gibt es hier nicht. Müll wieder mitnehmen. Schauen wir den Tisch an. Super. Das ist ja stark. Das haben wir. Scheuereck. Das ist Marmor. Ja, oder Granit. Granit ist das, oder? Da haben sie noch Bänke eingestellt. Also da muss ich einmal im Sommer herkommen. Heute haben wir ja, was haben wir heute? Den 19.10. Da ist der große Falkenstein abgebildet. Da geht er morgen hin. 1315 Meter ist der. Wanderfalken gibt es hier. So, der Abend ist angebrochen, es wird schon dunkel. Wir haben jetzt 6 Uhr, 18 Uhr. Und jetzt gibt es Abendessen. Erstmal einen schönen Gemüsesalat mit Gurke, Kohlrabi, Paprika, Tomaten. Was noch? Ist noch was drin? Oliven. Das war's, genau. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und danach werde ich noch was kochen. Ja, und ich muss schon mal Video vorbereiten, die ganzen Daten auf dem Laptop kopieren und vielleicht fange ich dann ein bisschen schneiden an. Hier gibt es kein Mobilfunknetz, kein Internet, also mal eine ganz andere Situation, wie ich es kenne. Aber ganz ehrlich, das tut auch mal gut, dass man mal einfach nicht immer erreichbar ist und im Internet rumsurft.
da geht eh sowieso immer so viel Zeit drauf. Also mal wieder mal zwischendurch eine neue Erfahrung. Ich fühle mich pudelwohl hier drin, umgeben von Wald. Es sind nur zwei Autos da, die werden jetzt auch noch fahren. Da bin ich hier komplett alleine. Mal schauen, ob Bären oder Wölfe kommen. ich fühle mich pudelwohl. Ich liebe es. Genau das liebe ich, so mitten in der Natur stehen. Das ist so ein schönes Gefühl von Freiheit. Und jetzt mache ich ein bisschen Musik und dann fange ich vielleicht das Videoschneiden noch an. Mal schauen. Aber erstmal essen und genießen. Der große Falkenstein ist ein 1315 Meter hoher Berg im Nationalpark Bayerischer Wald. Vom Gipfelplateau eröffnet sich ein Ausblick vor allem nach Westen und Südwesten zum großen Aber und zur Bergkette des vorderen Bayerischen Waldes. Der Abstieg ging über das Felsengebiet Höllbach-Gspreng mit einem in einer Schlucht entspringenden Bach, der in mehreren Wasserfällen sowie zahlreichen Rinnsalen hinunter zur Höllbach-Schwelle stürzt. Trittsicherheit ist erforderlich. Ah, das war wieder so eine schöne Wanderung heute auf dem Falkenstein. Das war der große Falkenstein. Hat unheimlich Spaß gemacht. Das war auch ein Rundkurs, das mag ich ja am liebsten. Und besonders der Abstieg, der war total schön am Bach entlang. Im Bayerischen Wald ist ja so, da wird alles liegen gelassen. Da soll die Natur selbst alles machen. Und dadurch war oben so eine richtige andere Landschaft zu sehen, wo also nicht viele Bäume waren, weil die wurden vom Borkenkäfer im Prinzip getötet. Und hier sieht man, wie alles nachwächst. Also es ist ja immer so, die Natur reguliert sich wieder von selbst, die erholt sich von selbst. Also war ein total schöner Tag, das Wetter hat super gepasst, die Sonne hat gescheint. Ich schätze mal, der letzte schöne Tag im Oktober und ich habe es in vollen Zügen genossen. Jetzt bleibe ich hier noch eine Nacht
Das wird bestimmt auch wieder sehr erholsam, wie die gestrige Nacht, schön ruhig. Ja, und morgen geht es dann leider schon wieder heim, aber morgen soll auch wieder das Wetter schlecht werden. Also es passt alles. Ja, die Nacht war wieder sehr ruhig. Schlafen habe ich zwar nicht so gut, aber das ist bei mir öfters so, dass ich oft aufwache in der Nacht. Aber der Stellplatz, super ruhig, da hörst du in der Nacht gar nichts. Also ich habe auch keinen Wolf gehört oder einen Bär, nichts. Ja, mein Fazit zum Bayerischen Wald, Falkenfels und der Stellplatz. Also Stellplatz bekommt bei mir 5 Sterne von 5 möglichen Sternen. Auch wenn keine Fähr- und Entsorgung dabei ist, ist es traumhaft, mitten in der Natur zu stehen und dass die Nationalparkverwaltung den kostenlos bereitstellt. Und es sind sogar Toiletten vorhanden. Also was mag man mehr? Das ist echt toll. Bayerischer Wald allgemein, für Naturliebhaber, für Wanderfreunde ideal, auch für Radfahrer. Man braucht aber schon ein Trekkingrad oder ein Mountainbike, weil es halt Schotter ist meistens. Oder halt, geht halt einen Berg rauf, dann braucht man natürlich ein Mountainbike oder E-Bike. Also ideal, so einen Urlaub zu machen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, dass ich es halt sehr genossen habe. Es war natürlich zu kurz. Ich bin jetzt auf der Heimreise. Es ist ein Riesensturm. Es ist eine Wetterwarnung bezüglich Orkan. Und macht jetzt nicht so Spaß zu fahren. Ich war nicht schnell auf der Autobahn. Da geht es schon ein bisschen hin und her. Und ja, der Verbrauch ist dementsprechend hoch. Jetzt bin ich sogar bei 8,3 Liter momentan, obwohl ich nicht schnell fahre. Aber das ist natürlich die große Fläche des Campers. Das ist ganz normal. Ja, also absoluter Tipp von mir. Wer Bayerischer Wald mag, wer ein Wohnmobil hat, einen Camper hat, ich verlinke den Stellplatz unten in der Videobeschreibung. Das war's dann für dieses Video. Daumen hoch und Abo, da würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Danke, ciao.